Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo. So, die junge Dame haben wir ja noch letzte Folge platt gemacht. Jetzt haben wir draußen noch ein bisschen Besuch. Wir machen noch schnell die Kiste hier auf. Gehen dann zu Jasmin, die braucht Hilfe am Tresor. Ja, ich müsste mich auch mal entleeren hier einmal, aber... Geh doch kacken. Na, ich meine. Oh, ich bin hungrig. Was für eine komische Musik hier zurzeit. Hab ich nicht. Kann ich nicht mitreden. Ach komm, auf den letzten Meter keine Ausdauer. Irgendwo sind die doch hier noch. Wunderbar. War da im Schatten? Ja, das musst du hier mitnehmen. Aus meinem Tresor dann. Das ist ein grüner. Wo bist du denn? Wo komme ich denn hier wieder raus eigentlich? Ich komme erstmal zu dir. Ja, den musst du nur einsammeln. Aufgemacht habe ich den schon. Jetzt lockt er die alle hier zu mir hin, oder was? Nee. Wo bist du oben? Jetzt geh ich gerade wieder runter. Aber der Safe ist oben. Ja, der ist auch auf schon. Nur ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich muss jetzt erstmal mich ausleeren hier. Hä? Da war doch noch einer. Oh ne, sah nur so aus. Was denn? Was hast du denn? Nix. Warum sagst du so komisch? Hä? Ich war wieder im Keller. Die Leiter, an der ich hochklettern wollte, ist nicht dafür gedacht, da hochzuklettern, obwohl oben ein Loch in der Decke ist. Deswegen bin ich... Hey Jasmin, hinter dir! Deswegen bin ich runtergefallen bis zum Keller. Ach da. Und habe mir das Bein gebrochen. Ich muss erstmal zum Auto ausleeren hier. Wo komme ich denn da hin zu deinem Safe? Oben. Ich finde schon. Mach oben. Habe ich gesagt. Ganz oben? Passt. Siehst du auf jeden Fall. Jetzt muss ich einmal. Noch da? Hey, ja. Ja. Bist du ruhig, so ungewohnt. So ein das heißen, ja. Halsen. Oh, Touris. Pass auf. Ja, ich pass auf. Wir machen jetzt. Ja.
So. Den Pipikus, den haben wir, Jasmin. Der würde erstmal ausgenommen. Mhm. Bis auf den letzten Cent. Klappe jetzt hier. Geh runter. Ja, das hier ist Employees Only. Ja. Darf man nur als Besitzer hoch, oder wenn man hier arbeitet, gell? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt überall schon waren, ey. Ja. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ah ja. Hast du gefunden? Dankeschön, Jasmin. Den Tresor meine ich? Ja, habe ich leer gemacht. Warst du hier drüben schon? Wieso bin ich denn jetzt schon wieder überladen? Wo ist mein Auto? Kannst du mich begleiten? Oh, ich habe mir den Fuß gebrochen. Ich kann nicht rennen. Ja. Ich habe wir haben doch eine Schiene im Auto. Ich habe nämlich keine mehr hier. Ja, ich habe schon eine Schiene rum. So, dann geht da einmal hier da rein, was da reingeht. Und das hier passt schon alles gar nicht mehr. Weißt du, was so gut, was wir so gut wie gar nicht gefunden haben jetzt? Was? Messing. Doch, ich habe Messing gefunden noch. Heizung und so auch. Ja, aber wir haben insgesamt nur 5 Stück. Hä? Messing haben wir doch viel schon. Einiges. Wo waren wir denn? Waren wir hier drüben schon drin? Warte mal, kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Hm. Geht gleich weiter. Ucha! Hoppala. Mein Gott, da ich mir erschrocken, all mein Herz. Ja, weiter geht's, ne? Ja. So. Nö. Ja, viel Platz habe ich nicht mehr. Wäre geil, wenn wir ein paar Heizkörper finden würden. Ich habe jetzt aber meinen Fokus auch gar nicht so darauf gelegt. Ich weiß gar nicht, wo du schon überall warst. Wir gehen einfach hier die Straße lang, plündern Haus für Haus. Ja, jetzt ist das Grüne ja hier dran, das kleine grüne Idyllische. Also da warst du noch nicht. Ja, mach mal. Ja, auch noch Kohldampf hier. Ich hab auch Hunger. Das hat man gehört? Ah! Mann, bin ich froh, dass ich die Waffe dabei habe. Ja. Was? Nein. Die Waffe ist ja auch besser als dein komischer Pfeil und Bogen. Ist er nicht. Ist er nicht. Doch. Nein. Doch. Waffe geht, Bogen geht über alles. Oh, hier ist ein Mini-Safe. Hast du Bock? Nee. Cool. Dauert nicht lang. Aber du hast auch noch keine Dietriche gefunden, oder? Doch, hatte ich bei meinem anderen Tresor da vorhin. Den aufgebraucht schon. Ja. Aber hat nicht gereicht. Leid, ja. Was ist das? Patrick. Ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe 5 Dietriche in der Tasche. Ey, der will mich doch verarschen. Aber da war das Ding schon offen, ja? Ich frag den extra, weißt du? Ein Bücherstapel. Horst, ey. Horstschlemmer. Nein! Da ist jemand wach geworden. Oh nö. Oh doch. Oh nö. Aber wo kommen sie denn gleich?
Ah, das wäre der Eingang. Aha, komm hier. Interessant, Jasmin. Meine Analyse verrät mir, dass ich falsch rum reingegangen bin. Bitteschön. Dankeschön, ist sehr nett von dir. Alter, hier sind alles voller Hunde. Voll schön, das dass wir gut. alles miteinander teilen. Hunde, Hunde, hier, Hundeschule da. Ah. So sieht das aus hier. Alles schön eingezäunt. Frag mich echt gerade, wie ich hier reinkomme. Ja, wir teilen halt alles, ne? Das Essen, die Zombies, die Punkte, den Tripper. Den Tripper? Oh, das ganze Zombie-Schlachten, das macht hungrig, sag ich dir. Und ich hab nicht mehr viel zu essen. Aber weißt du, was ich gefunden habe? Ein Heizkörper. Das war's mit ihm. Wenn wir die Rohrzange schon in der Hand haben, dann können wir gleich mal den Herd reparieren. Ne? Das kommt von draußen. Ah, ist ja kein Problem. Geh ich erstmal hier hoch? Die ist ja auch kein Problem, wa? Jasmin? Alter, das ist ja riesig hier, ey. Ach, du bist da hinten. Ich seh dich. Hallo. Ich warte, bis meine Leute rauskommen hier. Wow, 2512. Einmal geschossen, ein Kopfschuss. Ich bin gut, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Du hast den Skill, von dem meine Kinder immer geträumt haben. Oh, kommt mal her, ihr Schätzis. Hand sehe ich schon. Na los, gleich da draußen. Hier war so eine hinterhältige Schlange. So, den Rechner nehmen wir noch mit, ja. Können wir noch mitnehmen. Das wollte ich nur kaputt machen. Ha! Oh, ich habe hier noch einen Schrank. Ich weiß nicht, ob ich hier alleine durchgehen möchte. Das ist ja wirklich riesig hier. So, ich gehe einmal nach. Ja, wo war ich denn hier? War ich jetzt hier schon überall? Das ist ja. Wo bist du bei Doggos? Gerade reingegangen. Aber das ist riesig hier, ne? Ja, das ist schon ein größeres Gebäude. Ich bin schon 9 überladen, Jasmin. Ich hätte eigentlich erstmal im Auto abladen sollen, ne? Hm. Was ist denn für ein Krach da, ey, Junge? Ah, cool. Was denn? Hier kannst du ja alles durchsuchen, ey. Bist du jetzt hier auch drin, oder? Ja. Hier kommt bestimmt gleich einer wieder. Hör ich das schon. Ich guck mir hier gerade den... Ach du Scheiße. Ich hab hier eine dumme Entscheidung getroffen. Wo bist du denn? Ich bin bei den Hunden. Hier rechts ist auch noch einer. Erschreck dich nicht.
schicke. Wow, wow. Ja, wunderbar. Ich habe hier noch ein bisschen faulen Müll. So. Computer können wir immer gebrauchen. Na denn. So, ich bin jetzt oben, ne? Hier oben ist mir kalt, Jasmin. Geht nicht, schade. Ach, Angelblei. Ich wollte eigentlich einen anderen Gang gehen. Ich dachte, du brauchst Hilfe, aber... Ich hab schon wieder Hunger. Jetzt habe ich ihn beide Arme weggeballert. Ja, so ist das, ne? Keine Arme, keine Kekse. Das war... Incoming enemies, prepare for conflict. Hier ist... Oh, draußen läuft ja noch einer. Officer Schlotz ist bei mir. Oh, nee, ja, toll. Und ich bin unten. Da, wo der gerade gerappt hat. Oh, dieser... Ich hasse diese Rocker. Die sind immer so... Ah, schwer. So. Jetzt komme ich hier... Doch, ich passe hier noch durch. Oh. Wunderschön. Was kann ich denn hier noch alles finden? Ich bin schon wieder überladen. Es ist so viel, was man hier gefunden hat jetzt. Boah. Oh. Sie hat ihre Handtasche verloren. Ich kann Magnum-Revolver bauen, Jasmin. Ja? Jo. Das ist gut. Oh yeah. Schamsuppe, ich kann machen, ich aber keinen Platz. Ach, hier ist seine Drohne, hier oben bist du. Ah. Oh, hier ist so. Warte mal, habe ich hier gerade Mist gebaut? Würde mich nicht wundern. Mütze, Abendschuhe. Nee, ich hab's nur fallen gelassen. So. Wo bist du jetzt? Auf dem Dach. Hey, wie bist du da hochgekommen? Hey, mit meinem Parkour-Skill. So. Ich hab geile Kiss. War das jetzt bei dir, oder? Ja, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme, Patrick. Alles gut, ich habe hier alles unter Kontrolle. Scheiße. Oder auch nicht? Peter? Ach, da bist du. Wir müssten mal mit dem Auto weiterfahren, weil das ist ganz schön weit weg. So. Brandschutz. Der Brandschutzbeauftragte deiner Arbeit wäre stolz auf dich. Verringere die Chance, im Brand gesetzt zu werden um 25%. Und den kann ich gebrauchen. Und das. Und
das und so. Naja. Was soll ich sagen, ne? Was hast du denn? Für die XP. So. Schockstabteile. Ich baue keinen Schockstab. Ich habe hier noch eine Crack-Book-Kiste und da ist ein Bauplan drin. Kann ich schon. Habe ich nochmal gelernt. Für die Punkte, weil ich den nicht mitnehmen kann. So, und Faktor 7 habe ich nur abgebaut. Komm ich hier und bringt es. Ne, bringt mir gar nichts, falle ich voll in die Tiefe. Mein Gott, da bin ich tot, wenn ich da runterfall. Mhm. Ich hab glatt wieder mein Bein gebrochen, Jasmin. So doof, ey. So, und den kleinen Jungen hier nehmen wir auch noch. Da kriegst du auch Heizkörper. Jasmin, bau die Klimaanlagen ab. Ey, bist du doof? Das mache ich doch. Die großen, ja, die großen. Ja, ich baue alles ab und da gibt's überall ein bisschen Messing manchmal. Mann, ist der doof, ey. Das weiß ich doch. Ja, ich hab's dir ja auch gerade gesagt. Nee, ich hab das vorher schon gemacht. Ich baue nämlich auch die Waschbecken und das alles ab. Da gibt's auch Messing. Nur mal so, Patrick. Messing, ja. Heizkörper, der wichtig, der sehr wichtig. Bin ich erschöpft? Nö. Wichtig. Ganz wichtig. So, ich komme mal ein Stückchen wieder runter. Bist du noch im Haus? Nö. Ach, cool. Ich gehe schon woanders lang. Oh, cool, sagt er. So, wo bist du denn? Bist du bei Butcher? Ah, nee, auf der Straße gehst du, ne? Ich glaube, hier warst du schon. Nee, das bist du gar nicht. Ja, sieht aus, als warst du hier schon. Ja, wo wir noch nicht waren, war ist hier bei PB Paper Mill. Aber da hole ich erstmal das Auto. Erstmal können wir dann mit dem Auto ein Stückchen ranfahren. Und second Grund ist, dass ich dann einmal meine Taschen entleeren kann. La 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 la. Jasmin? Ja. Da ist in so einem Hinterhof irgend so ein Psychopath mit einer Knarre an so einer Feuertonne und sticht gerade wen ab. Ja, im Hafen. Da solltest du ein bisschen aufpassen, wenn du lang gehst, ne? Ein Hoppelhäschen. Hier fährt ein Bekloppter. Ah! Das ist die Psychopathin! Die hat auf den Kanickel geschossen. Ja, ist ja dumm. Fährt erstmal dagegen, ey. Was war das für ein Geräusch? Das haben wir jetzt. Und quietschen, ne? Ja. Weiß ich auch nicht. So, hier würde ich gerne noch einmal reingucken, bevor wir at home fahren. Eine Papierfabrik. Master, we are not alone. Ich glaube, die Musik wollte gerade anfangen.
Einfach so ein Dünn. Oh, Jasmin, ich habe eine Dose gefunden. Mm, wir werden nie wieder Hunger leiden. Ja, du also, machst das. Der kam aber frech von hinten. Ihh, so ein Ferkel. Ja, das war echt eine ganz schöne Sau. Ja, das ist ganz schön unnatürlich, ne? Kann er ja den liebevollen Blick gar nicht sehen. Den Big Packs lässt er jetzt sehen. Oh nein, Jasmin. Was denn? Nix. Musste meine Zange reparieren. Da, die, da, da. Interessiert ja auch keinen. Ja, die Big Packs haben bei mir nicht Priorität, ne? Ja, und dann. Du bist der Erste, der heute. Haben wir noch Steine? Haben wir noch Zement? Ja, haben wir noch Zement? Du bist der Erste. Wie mit Munition? Haben wir noch Munition? Ach, viel Munition braucht kein Mensch. Haben wir noch Muni? Ah. Schöner Wirrwarr hier, ey. Ganz schönes Durcheinander. Ich habe fest damit gerechnet, dass er mit einem Schlag tot ist. Also liegt am Schwung, ne? Den muss man ganz locker aus den Ellbogen holen. So, Jasmin. Ey, du baust nicht mal die Lampen ab. Die geben 15 Messing, ey. Ja, aber die baust du doch ab. Ja und? Wenn du die schon siehst, warum baust du die nicht mit ab? Ich hab Taschen voll. Du Lügenbaron, ey. Aber ich hab fast die Taschen voll. Ich auch, du Lügenbaron. Das Blühen. Da müssen wir aber bald schlafen, ey. Morgen will ich wieder her. Oh, Hilfe. Fallschaden minus 100%. Ja, die hätte ich vorhin gebraucht, ne? Oh, scheiße, Drops. Altstoffertrag. Du lernst ja nicht raus. Du lernst ja einfach nicht raus. Ich habe keine Jetons in der Tasche. Aber im Auto. Ja, aber dann kann ich auch beim Händler direkt kaufen. Der hat ja auch so einen Snackautomaten. Nee. Ja. Das können wir ja tun. Was bist du denn? Der ist beim Nachladen immer so langsam, wenn er geht. Ja. Oh. Oh, Jasmin, das ist unser Traumschlafzimmer hier. Eine ordentliche Ein höher. Eine ordentliche Rödelkiste und ein 1,50 Meter Flatscreen-Fernseher. Bist du da rübergekommen? Einfach gesprungen? Nee, du kannst auch aus der Treppenhaus hier. Ja, aber da musst du auch rüberspringen. Nee, ich bin außen hoch. Hier, guck mal. Das ist eine Rödelecke, wa? Absolut kein Interesse, diese Frau. Wichtigeres. Das wären ja Renovierungsideen gewesen für zu Hause. Hätten wir uns auch so ein bisschen Klinkerecke. Ja, genau. So einen halben Vorhang. Aber sonst geht's dir gut, ne? Nee. Ich merk schon. Ich habe D. D? D. Du hast einen Kochtopf vergessen. Hä? Wo denn? Echt? Der war auf dem Kühlschrank. Ja. Ah, mit dem Kühlschrank. Geh weg, Fiss im Weg. Hier sind noch 10 Jetons drin. Hä, wo denn? Im Mülleimer.
Oh, guck mal, die gab auch Messing. Ja. Da sind noch 10 Jetons drinne. Ja. Bist du voll? Nee, leider nicht. Peter? Peter! Ach, da oben. Pack den Peter rein da. Ja, ich muss mit Peter kurz was tauschen. Ich möchte jetzt aber gleich nach Hause hier. Hier ist noch eine coole Kiste. Ey! Alter! Blöder Vogel, der. Was machst du hier? Ich? Alter. Wie sie den Rucksack eiskalt ignoriert. Ja, ich guck mir das andere hier an. Das ist viel geiler. Hier ist noch Stahl drin. Nadel und Faden. Guck mal, was du nicht mitnehmen kannst, was ich vielleicht mitnehmen kann. Was ist das? Bauplan, Fahrzeug, Sitzplan, dort, okay. Hä, wieso lernst du den denn nicht? Ich wollte, ich kann den schon, ich wusste nicht, ob du den kannst. Na, nimm ich den. Tabletten habe ich auch mit. Hast du noch zwei Platz? Hier, Messing. Hast du noch zwei Platz? Nee. Für was denn? Was hast du denn? Was? Habe ich schon eingesteckt. Oh, hier ist noch ein Rucksack. Ja, ich glaube, das war's hier in der City. Ja, dann können wir ja jetzt erstmal alles nach Hause bringen. Bring the action. Bring die Action. Und ich wacke in den Club. Alle gehen ab. Wo ist das Pub? Ach, Jasmin. Guck mal, wie toll ich geparkt habe. Oh. Ja, ja, hast du ganz toll gemacht. Ganz toll, toll, toll. Was machst du jetzt? Kurz gucken, wo wir nochmal wohnen. Hä, das siehst du doch, wenn du mit der Maus gehst, wo das Bett ist. Ja, ich finde das immer leichter mit der Fahne. Du hast eine Fahne. Du hast eine Fahne. Bist nach Mappen, ey. Bisch nach Mappen. Hui, hui. Und im Fluss. Ja, aber ich muss gleich Hayabubu machen. Ja. So, hier ist oh, übrigens auch noch Nitrat. Habe ich auch gesehen. Aber Nitrat habe ich jetzt auch einiges schon eingesammelt von denen, die da lagen, von den Toten. Lenitrat. Wer fährt die immer um, obwohl das nichts bringt? Hä? Ich fahr die nicht um. Oh. War das eine Katze? Ach, dann geht's ja. Ich dachte schon. Jetzt mach keinen Scheiß, jetzt fahr einfach. Jasmin, du kennst mich. Ja, hab richtig, deswegen sage ich das. Ja, 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 ja. Habe ich schon einmal eine Fehlentscheidung in meinem Leben getroffen? Es wird schon Abend, Herr Willis. Ja. Ganz schön was los, ne?
Oh, da war ein Hund. Oh, da war deine Schwester. Da hat sie einer übergeben, zu viel getrunken. Haha. Das ist wieder so typisch hier auf dem Dorf. Jo. Ich wollte erst sagen, die Landstreiche, aber wegen Land. Das ist ja eigentlich nicht das, was ich meinte. Nee. Nö. Ist es nicht? Nee. Oh, sorry. Entschuldigung, ey, der kam rausgerutscht. So. Oh, sieht voll cool aus. Ich wusste das gar nicht. Cool. Was wusstest du nicht? Nix. Komm, Jasmin, wir müssen auspacken. Was? Ja, was wusstest du denn nicht? Achso. Ich kann, wenn wir im Auto sind, ans Auto ranzoomen. Mhm. Geil, wa? So, fangen wir doch erstmal mit dem offensichtlichsten an. 45er Magnum. Oh, da habe ich aber einen ordentlichen Batzen gefunden. 9 mm. Hab ich denn überhaupt jetzt hier alles drinne? Oh, ich hab alles durcheinander, ey. Du hast alles durcheinander. Du hast alles durcheinander. Jasmin. Mensch, Peter, du bist im Weg. Merkst du selber, ne? Warte mal, da können wir gleich mal... Das sollte passen. Peter, komm mal hier rüber. Komm mal hier rüber, bitte. Dankeschön. Und jetzt... How may I assist you? Bleib einmal kurz hier, bitte. So, Ärztehilfe. Ich kann auch den hier machen. Echt? Mehr habe ich da nicht drin? Die Tabletten hier, die können auch da rein. Händler. Elektronische Bauteile. Ey, beim nächsten Mal müssen wir es aber wirklich viel besser sortieren hier, ey. Ein Überblick. Du, einmal meinen Beutel mit meiner Beute hier wegräumen. Machen wir einfach mal so. Ich hab schon wieder Hunger. Wie im echten Leben, nicht? Ja. Immer muss ich hungern. Jetzt kommt der spannende Teil, Jasmin. Dosenfraß. Durstlöscher. Reicht langsam nicht mehr aus. So. Ärztehilfe. So, was haben wir denn noch? Die Aloe Vera Creme. So, ist der eine schon weggebrürzelt?
So, das kommt. Ja, Wunderbärchen. So, dann noch die Spitzen hier rein. Ups. Das darüber. Eisen, Mods, Mods und Eisen. Eisen und Mods. Ich fang gerade das Müllen an. Hm. Nicht schön. Das müssen wir mal aufräumen. Ja, ja. So, Peter. Dann gib mir mal alles, was du hast. Nägel und Klebeband. Ja, du. Oh, wenn ich in den Truck reingucke, ne? Guck. Das ist so viel. Geht, ne? Ich habe auch nicht. Ich habe gerade auch richtig viel rausgenommen schon. Geht, ne? War akzeptabel. Sagen wir es so. Geht, ne? Ja. Will ja nicht übertreiben, ne? Geht, ne? Ah, jetzt habe ich das Fleisch immer noch in der Hand. Ja. Nützt ja alles nichts. Dann müssen wir nochmal zu der Zutatenkiste. Die Zutaten in die Zutatenkiste legen. Nägelumpen Co. Upsala. Dann kommt oben noch was rein. In die Ärztekiste. So. Hier kommt noch was rein. Da. Hä? Hm? Nix. Alles gut, alles gut. Was hast du los damit? Das ist kein Problem. Wieso? Nee, dazu sage ich jetzt nix. Also was? Na gut, ich sag da was zu. Da hat jemand Blei ins Feuer gepackt. Ich muss aber dazu sagen, dass das jeden passieren kann und mich überhaupt nicht stört. Hä? Hä?
Hä? Wo haben wir denn unsere Lumpen? Wo liegt Blei im Feuer? Nirgendwo mehr. Ich habe kein Blei reingepackt. Mein Blei hier noch drinne. Alles gut. Wo war es das? Unfassbar. Ja, was denn? Ich habe kein Blei. Ich habe ja mein Blei hier noch alles drinne. Oben in der Schmiede ist Blei gewesen. Ich habe da nichts. Ich habe nur Messing, ein Messing reingemacht. Ein Türgriff Messing. Ja gut, im Zweifel für den Unangeklagten, ne? Nicht, dass ich das nachher war und ich beschuldige dich hier falsch. Was das? Nee, garantiert nicht. Warst du wohl? Lach nicht, was das? Ich habe noch gar kein Blei weggepackt. Ah, ist sie nicht süß? Ja, sie ist nicht... Was? Du bist schon knuffig. Zeitgleich aufgemacht. Krummschrot. Jetzt nur noch schnell die Patronenhülsen hier wegpacken, da die Schrotzmunition. Geil. Ist im Auto, war das leer? Jasmin? Was? War das Auto leer? Nein. Warum nicht? Weil es nicht leer war. Jetzt muss ich auch noch das Auto ausräumen. Nochmal von vorn. Fangen wir doch einfach mal hier an. So. Da haben wir auch so viele von. Das. Geil. Hast du das Auto leer gemacht? Ja. Oh. Falscher Knopf. Ach, hier ist ja auch nochmal Messing. Ja, ich bin fertig mit Wegsortieren. Und ich denke mal, ihr seid fertig mit Zugucken. Und da bestimmt auch keinen Bock mehr drauf hier, ne? Die ganze Kacke einsortieren, gucken. Kacke. Es gehört nun mal dazu, ne? Es kommt sich ja nicht alleine weg. Und die Frau. Sagen wir nichts zu. Das war es aber auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.